So, jetzt habt ihr die erste Geschichte gehört, die hieß Leo und sein Müsli-Star. In den nächsten Geschichten erfahrt ihr, wie Leo und seine Schwester mit der Mama auf dem Spielplatz sind und da gibt es Kaugummi-Zigaretten. Dann gibt es ein Kapitel zum Thema Sammelbildchen. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr alle auch sowas daheim habt. Die lese ich euch jetzt nicht vor. Dann gibt es ein Kapitel, wo der Papa mit den Kindern auf die Internethexen reinfällt. Und dann gibt es noch ein Kapitel über die Zahnpasta, von der ich vorhin gesprochen habe. Und jetzt, was ich ja vorher schon angekündigt habe, meine Lieblingsgeschichte. Oma und die verhexte 99. Jetzt erzählt der Leo, vorher hat ja die Hanna erzählt. Freitagabend, Telefonzeit mit der Moseloma. Mamas Mama wohnt an der Mosel, das ist ein Fluss in Norddeutschland. Deswegen nennen wir sie die Moseloma. Wenn Mama mit ihr telefoniert, sitzen wir dabei immer auf ihrem Schoß, ich auf dem linken Bein, Hanna auf dem rechten. Oma erzählt dann alles Mögliche, etwas Komisches von Opa oder von der schrulligen Nachbarin oder vom Lumpi, ihrem alten Hund. Gerade heute Morgen hat Lumpi eine ganze Leberwurst vom Tisch geklaut. Hanna kichert und ich falle fast von Mamas Schoß, weil sie beim Lachen so wackelt. Schließlich wendet sich Mama an uns. Wollen wir jetzt über euer Oma-Taschengeld sprechen, Kinder? Au ja, darauf freue ich mich sehr. Das gibt's jede Woche, immer zum Schluss, wenn Mama und Oma fertig erzählt haben. Heute kann ich genau erklären, was ich mir kaufen möchte und wie viel es kostet. Denn das ist der Moseloma total wichtig. Ihr müsst euch ganz genau informieren, sagt sie immer. Für irgendeinen Quatsch bekommt ihr von mir kein Geld. Da ist sie voll streng. Wer möchte anfangen, fragt Oma. Ich, rufe ich ins Telefon. Hey, du warst letzte Woche schon als Erster dran. Das ist unfair, meckert Hanna dazwischen. Mama rollt mit den Augen und seufzt. Pff, Hanna hat recht, Leo. Also, du darfst nächste Woche wieder anfangen, mein Kurzer, entscheidet Oma. Ich bin nicht kurz. Mama schaut mich streng an und legt den Zeigefinger auf die Lippen. Oje, Alarmstufe rot. Wenn Mama so guckt, muss ich still sein. Ja, genau, Oma, sagt Hanna. Die Freundschaftsbändchen, die gibt's gerade an der Kasse vom Bioladen, vorne an der Kreuzung. Die sind so hübsch, ganz in rosa und ausgeflochtenem Leder. Nur leider kostet ein Freundschaftsbändchen 2,50 €. Wenn ich eines für meine Freundin Lene und eins für mich kaufe, dann sind das zusammen 5 €. Und ich weiß, das ist echt viel, Oma. Hanna seufzt. Was? 5 ganze Euro? Leo denkt, so viel kriegt sie nie von Oma. Doch, Oma antwortet. Viel ist es sicher, aber es gefällt mir, dass du auch an deine Freundin denkst. Hanna, deswegen darfst du die Bändchen kaufen, ausnahmsweise auch mal für 5 €. Oje, denkt Leo, jetzt gibt's bestimmt nichts mehr für mich heute. So, und jetzt zu dir, Leo, wendet sich Oma an mich. Was möchtest du dir denn diese Woche von deinem Oma-Taschengeld kaufen? Was wollte ich nochmal? Ach ja, ich wünsche mir eine ganz besondere Schokolade mit Knusperflocken drin und Bio. Ja, Bio ist auch ganz viel drin. Oma findet Bio immer gut. Und was soll diese ganz besondere Schokolade mit viel Bio drin kosten, fragt sie lachend. Naja, also, die ist so besonders, die muss schon ein bisschen teurer sein als die anderen. Mama verkneift sich ein Grinsen. Ich gebe mir einen Ruck. Also, sie kostet 3 €. Puh, geschafft. Aus dem Telefon kommt nix. Oma überlegt. Also, Leo, das ist ganz schön viel für eine Schokolade, findest du nicht? Sagt sie endlich. Aber weil ich Hanna heute sogar 5 € gebe, will ich mal nicht so sein. Du bekommst deine 3 €, Leo. Du, Julia, bist wie immer meine Bank, sagt sie zu ihrer Tochter. Zahlst du die Kinder bitte aus? Bittet sie Mama. Ich bin völlig überrascht. Mama muss lachen, so verdutzt gucke ich. Oh, danke, danke, Oma. Du bist die beste Oma der Welt, rufe ich ins Telefon. So laut, dass man es wohl fast bis an die Mosel hören kann. Mama greift in den Geldbeutel und zieht 8 1-Euro-Münzen heraus. 3 gibt sie mir, 5 bekommt Hanna. Wow. Wir schicken der Oma noch ein ganz, ganz schnell ganz viele laute Schmatzküsschen ins Telefon und flitzen in unser Zimmer. Später liege ich im Bett und starre an die Decke. Irgendwie kann ich heute gar nicht einschlafen. Hanna, bist du noch wach? Flüstere ich. Nur ein leises Schnarchen ist die Antwort. Sie schläft schon. Ich bin aber so aufgeregt, dass mein Bauch kribbelt.
Schließlich dürfen wir morgen das erste Mal ganz alleine einkaufen gehen mit dem Taschengeld von der Moseloma. Am nächsten Morgen sind wir ganz zeitig wach. Blitzschnell stürmen wir in die Küche. Papa hat noch seinen Bademantel an und kocht Kaffee. Er zieht verblüfft die Augenbrauen hoch. Schon fix und fertig angezogen? Freiwillig? Noch vor dem Frühstück? Wir wollen los, Papa, zum Bioladen. Gleich sofort und auf der Stelle, rufe ich. Passt an der Ampel auf, Leo. Hanna ist auf der Straße die Bestimmerin. Hör auf deine Schwester. Klar, Kurzer? Ich bin nicht kurz. Aber egal, schnell noch ein Küsschen von Mama und schon sind wir aus der Tür. Nur kurze Zeit später sind wir schon wieder zurück. Das ging aber schnell. Ihr wart ja keine 10 Minuten weg. Habt ihr... Leo, was ist denn passiert? Papa kniet sich zu mir und hebt mein Kinn hoch. Nein, ich will nicht schon wieder weinen. Zu spät. Die Tränen kullern. Ich hab meine 3 Euro, aber die 2 Neuner nicht gesehen und keine Schoki, schniefe ich. Papa nimmt mich ganz fest in den Arm. Ganz lange. Hanna berichtet inzwischen. Das war voll gemein. Sie ist auch richtig aufgeregt. Auf dem Preisschild von Leos Schokolade stand eine große 3. Und daneben, viel kleiner, noch eine 99. Die Schokolade kostet also 3,99 Euro. Eigentlich fast 4 Euro. Und das hat der Leo nicht gesehen. Und ich auch nicht. Und deswegen hat er sich für die, hat er sich für die Moseloma nur die 3 Euro gemerkt. Und an der Kasse hatte er nicht genug Geld dabei. Erst dann haben wir bemerkt, dass bei fast allen Sachen noch eine kleine 99 daneben steht. Das ist obergemein. Das ist ja alles einen ganzen Euro teurer, als man denkt. Ja, richtig, bestätigt Mama und streicht mir über den Kopf. Hanna antwortet, völlig klar, dass Leo sich betrogen fühlt. Diese scheußlichen Werbehexen, die haben Leo mit dieser verhexten 99 voll reingelegt. Das muss ich der Moseloma erzählen. Die kennt die Werbehexen bestimmt noch nicht. Können wir sie mal noch mal kurz anrufen? Aber Oma ist nicht zu Hause. Hoffentlich lässt sie sich nicht gerade beim Einkaufen verhexen. Vielleicht tröstet das ja hier für den Moment. Papa kommt mit einer riesengroßen Schokoladentafel ins Zimmer. Alle mitkommen. Schwupps, liegen wir alle in Mamas und Papas Bett, sogar angezogen. Die haben wir uns jetzt verdient. Wir lassen uns doch von den Werbehexen nicht unser Wochenende verderben.